Schau dir diese Dehydration an. Es ist ein völlig ungeordneter Bruch. Wow, Madre mia. Mein Gott, das habe ich wirklich nicht erwartet. Hallo. Im Laufe der Jahre haben wir alle Arten von Fällen gesehen. Tiere, die vernachlässigt wurden, die misshandelt wurden, die von Autos überfahren, aus Gebäuden geworfen, lebendig verbrannt wurden. Wir haben alles gesehen. Trotzdem, nichts bereitet dich vor, wenn du eine E-Mail erhältst und sie schicken dir die Bilder einer doppelten Fraktur, bei der einer der Knochen aus dem Fleisch und der Haut herausragt. Das ist furchtbar. In solchen Fällen weißt du, dass du handeln musst. Jetzt, sofort, lass mich dir Rosita vorstellen. Hier tragen wir keinen Hund. Wir tragen eine Heilige. Sie ist wirklich gut. Wie geht es dir, Schönheit? Sie hat zwei sehr böse Brüche. Mal sehen, wie wir das reparieren können. Sie lässt sich von dir manipulieren. Komm schon, leck das nicht. Wir gehen ins Krankenhaus. Die arme Kleine ist in schlechter Verfassung. Willkommen in Benissa Rosita. So ein süßes Ding. Sie ist eine Schönheit. Sie hat Anämie. Ihre Schleimhäute sind sehr blass. Sie hat ein leichtes Herzgeräusch wegen der Anämie. Sie ist nur Haut und Knochen. Ihre Iliakalkämme sind sehr auffällig. Das liegt an extremer Mangelernährung. Schau, wie dehydriert sie ist. Sie ist so gut. Sie hat so ein trauriges Gesicht. Was dieser kleine Hund durchgemacht haben muss. Wie viel wiegt sie? Nur 8 Kilos. Sí, ahora vamos a quitar el vendaje y vamos a
Hast du ihr eine kleine Beruhigung gegeben? Es ist, um sie bequemer zu machen, denn ich werde den Verband entfernen und ich will, dass sie ruhig ist. Der Oberschenkelknochen ist in der Mitte gebrochen? Genau. Genau in der Mitte des Knochens. Es ist ein sehr schlecht ausgerichteter Bruch, sehr zersplittert. Das Gewebe ist entzündet und es gibt ein Hämatom. Der Oberschenkelknochen in Stücke gebrochen. Das ist das linke Hinterbein. Alle Zehen sind gebrochen. Mein Gott, es ist, als wäre sie von einer Dampfwalze überfahren worden. Wow, mein Gott. Das habe ich nicht erwartet. Arme Sache, das tut sehr weh. Das rosa Ding, das du darum siehst, ist Granulationsgewebe. Es ist seit mindestens 2 Wochen so. Alle Mittelfußknochen gebrochen. Ist das ein Silberverband? Ja, es ist antibakteriell. Wir wissen nicht, wie es passiert ist, aber wir haben die Ergebnisse. Schreckliche Verletzungen, schreckliche Frakturen. Rosita hatte starke Schmerzen. Sie hat jetzt keine Schmerzen mehr. Wir haben ihr Bubrex gegeben, das ist ein OP-Aid. Wir haben auch Maßnahmen für die spezifischen Maße der Brüche genommen. Wir haben diese Sache an eine Fabrik geschickt und sie entwerfen für uns spezielle Metallplatten aus chirurgischem Stahl und Titan, um ihre Beine zu fixieren. Rosita wird im Krankenhaus behandelt. Ihr Leben liegt in unseren Händen. Also bitte ich hier, bitte, wenn Sie können, spenden Sie. Helfen Sie uns, diesen schönen Hund zu retten. Sie ist so freundlich. Ich denke, das sieht man in jedem Moment des Videos. Bitte spenden Sie. Helfen Sie uns, sie zu retten. Vielen Dank.